als dann. Bubi, lach mir nicht aus. Ja? Die bauen irgendwie Randstall auf der Boden. Gibt es nochmal nicht ein Restaurant? Ja, das kann schon sein. Vier? Das kann schon sein, es gibt ja einen Haufen. Weil wir hinter der Mac ist, wir hinter der K. Was weiß ich, du weißt, was ich meine? Wie fahr Umwege, weil es Spaß macht. Fahr du, wie du magst. Wir haben den KFC, wir haben den Mc's, wir haben den Burger, wir haben den Subway. Also was kann da noch? Was fehlt noch? Es gibt noch ein paar. Oh, ich muss mein Auto waschen. Oh. Unbedingt, muss ich machen. Ich habe Salzkruste drauf. Boah, wir sind gerade echt. Sind wir im Zeitplan? Im Außengebiet, boah, im Randgebiet. Wir sind in der Outside. Oder wie war das denn? Outbacks? Ich weiß nicht, wo das alles. Felder, Wiese, Moorlöcher. Genau, Moorlöcher, richtig. Felder, da war ja alles sumpfig da. Ganz oben. Genau. Jetzt gehen wir links und gehen jetzt in dem neue. Ja, genau. Jetzt bin ich. Weißt du, wo man rein muss? Ich kann das sagen, noch im Bettelader. Bitte? Da wo es vom Schild rechts, vom helle Schild, da wo der auch reinfahren. Ja, ich sehe es. Da fahren wir rein. I see it. So, das ist jetzt Premiere. Ja, alle fahren rein. Juhu. Ist ja der Hammer. Voll die Premiere, wir waren ja noch nie. Nein, da ist aber nicht viel los. Nein. Da ist aber nicht viel los, boah. Ist da überhaupt was los da drin, oder? Flame Grilling. Sinds 1954. Jetzt bin ich gespannt. Der hat sich schon verfahren. Der steht da. Maximale Höhe. Und wo ist der McDrive? Jesus Gott im Himmel. Gibt's gar nicht. Doch, da ist er doch. Das ist er doch. Mit der maximalen Höhe. Warum sie es aber doppelt nachschreiben? Warum schreibe ich sie nicht doppelt nach? Bin ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich aber gespannt, Ruby. Ja? Plan. Ich reiß mich dann wieder so zusammen. Plant-based Wobber. Der Wobber 10,49 Euro mit als Menü. Als Menü, ist eine Schweinerei. Das ist so krank, was das Zeug kostet. Die müssen doch so reich werden. Big King XXL 12,99 als Menü. Den will er auch, aber ohne Menü. Meine schon. Das ist auf keine Randstelle drauf oben. Oh, so Gott, der hat gerade gewackelt. Wieso hat der gewackelt? Aber weil er auf der Randstelle koppelt ist? Der Mann, der Mensch. Echt? Hast du gesehen? Da, die Wand hat auch schon Kratzer. Die hat eine nette Stimme, die Dame. Da ist ein Hubbel, da kommt man nicht mehr weiter. Das ist ein Ausbremsungshubbel, auf barrangierbar Hof. Was? Real? Real Bands taste better. Real Bands. Frisch, juicy bursting. Jetzt bin ich aber so gespannt. Aber dechnen Sie da drüber, das ist aber nicht hochgeschickt. Ja, das ist gut. Hätten Sie ein bisschen was gedacht? Hast du die Frau jetzt verwirrt? Das ist nicht verwirrt. Mit dem Plain Based hat sie nicht kapiert. Nee. Hast du gesagt, Veggie Burger, dann hat sie es. Ja, Plant. Hat sie vorher Plant, ja. Plant. Oh, da ist echt nicht viel los. Da ist immer so ruhig hier, immer. Das sieht ja alles nicht stimmungsvoll aus. Dankeschön. Ich kenne in Bayern, im Allgäu, da gibt es Burger Kings. Da hängen Dündel zum Fenster raus. Also das könnte jetzt ein Autowalk sein, wo drauf steht, wo du jetzt deine Steuer eingeladen hast. Genau. Beim Baustoffritze. Und musst bezahlen. So. Hä? Oder Zoll. Oder Duane. Duane. Aber die Frau sieht nicht aus. Guck mal, was darf sie davor? Ja, aber warum macht man so Gebäude so arg kahl? Menschenfremd. Das ist alles nicht mit Herz und Liebe. Und das ist so nüchtern. Das muss billig sein, oder? Habt ihr eine kleine Wand aufgezogen und da steht sie? Ja, nüchtern. Und da der Kasten, das sieht schon aus wie Autobahn-Mautstelle, oder? Ja, das meine wir Mautstelle. Das ist eine andere, die andere hat lange Haare gehabt. Die ist da vorgelaufen. Mit Feierabend gemacht. Das zeigt da drin liegt, und da siehst du Kabel. Ich sag doch, das ist einfach noch eine Abdeckung. Ich weiß, das ist schon arg lieblos. Und da drin ist auch alles Beton-Grau. Alles steril, ich sehe es. War drin. Alles klar, merci. Danke dir. Im Ruby kann man was aufhängen. Was ist das für eine Ausfahrt, wenn es gar nicht mit dem Tipp ist? Das ist irgendwie ganz schlimm. Okay, alles klar. Jetzt wird's hell. So, jetzt muss ich mal sind wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt bin ich aber nicht mehr jetzt bin ich nicht mehr in die Kamera gefahren. Hallo User. Da ist er, da sind wir. So, auf weiter Tour. Wir zwei Tester heute
Burger King. Und zwar haben wir hier den, was sagst du, Plant-Based Whopper. Jawohl. Und den normale Whopper. Richtig. Echte Flammen, echter Geschmack. Du packst so aus, du schneidest auseinander. Jetzt machst du, du bist auch, du kannst jetzt nicht machen. Ich muss um die Kamera rumlangen, das ist scheiße. Du musst machen. Muss ich auspacken? Ja, pack aus, schneid's durch. Schneiden kannst du zuschälen. Nein, schneid doch. Du willst das Ding nicht durcheinander schneiden kennst. Warte mal, lass das mal schön filmen. Also weißt du, ja. So, warte mal, einmal rundherum. Ja, mach einen rundum. So sieht das Ganze aus. Moment. Muss ich überlegen, was wir da als Thumbnail nehmen. So sieht er aus. So, der Joe schneiden jetzt durch. Papier nehmen wir erstmal weg. Das brauchen wir ja nicht. Oder? So, Salätle. So, ne? Gleich durch. Ich bin aber gespannt. Schmeckt von Unterschied. Weil, wie schon gesagt, mir ist eigentlich total wurscht. So, ich nehme das weg. Nimmst das und machst meine Teller. Sind drüber die Teller, super. Genau. So, also. Lieber Rubi, lass du schmecken. Das ist jetzt unser Veggie Burger. Ja, ich lass mal schmecken. Ich hab's halt zahlt. Und du sagst dann, wie es schmeckt. Und ich muss das Ganze mal jetzt hier in die Kamera nehmen. Ja. Es schmeckt gegrillt, ja. Und? Moment, ich muss das mal zeigen. Jetzt. Es schmeckt gegrillt. Klar, wenn es vom Burger King kommt, schmeckt es gegrillt. Aber ja, das bringt mir jetzt relativ wenig. Ich überlege gerade. Du musst ja einen Geschmack sagen. Du musst ja einen Geschmack. Einen Unterschied kannst du gar nicht merken, dass du andere noch gar nicht gegessen. Bis jetzt merke ich. Ein Unterschied, weil. So. Also. Ich habe schon lange keinen Wobber mehr gegessen. Ja. Ich merke bis jetzt auch keinen Unterschied. Du? So was denn? Du hast schon noch gar keinen anderen Wobber gegessen. Du bist übrigens total verschmiert. Warte. Danke. Rubi. Die Tomate ist knackig. Die Tomate ist knackig. Also mit Tomaten drauf, mit Salat drauf, mit Gurke drauf. Zwiebeln. Ich versuche gerade, was raus. Es schmeckt gut. Also ich merke es, wenn ich ehrlich bin, wenn jetzt jemand mir das Ding gegeben hätte, gesagt, da hast du einen Wobber und hätte nicht was gesagt, dass das kein Ding ist. Danke. Der hätte ich bis jetzt gehabt, keinen Unterschied merken, ob es Fleisch wäre. Wie findest du von der Saftigkeit her? Gut. Also es ist sehr zerbrechlich natürlich. Und die Soße finde ich gut. Salatsauce oder? Sorry, ich putze es einfach mal komplett runter. Also, das Ding ist lecker. Finde ich. Das Ding schmeckt nicht einmal mehr ansatzweise so, wie es früher geschmeckt hat. Entschuldigung. Als mir fehlt das, der typische Grillgeschmack. Obwohl der Patty grillt ist, fehlt mir der Grillgeschmack. Der war früher meiner Meinung nach intensiver. So, jetzt haben wir ja plant-based der Geschmack. Ich habe jetzt das pure Fleisch, also das, der Ersatz. Ein Ersatz im Mund. Der schmeckt noch nicht viel. Also die Soße, was? Was? Hast du recht, der schmeckt noch, der Patty Burger. Der schmeckt noch fast gar nichts. Ohne die Soße, ohne Tomate, ohne Zwiebel. Wäre es sehr fad. Und es schmeckt, lach nicht, es schmeckt wie dieses, ich habe einen Joe erzählt, wo wir gefahren sind. Ich habe neulich Hackfleisch gegessen, aber es kein Hackfleisch ist, sondern aus Sonnenblume. Gepuffte Sonnenblume. Und so schmeckt es auch. Und so schmeckt es. Das ist schon in Ordnung. Das Gegrillte war beim normalen Fleisch kräftiger, ist hier nicht ganz so vielleicht kräftig. Vielleicht können Sie den nicht so arg grillen. Ich finde, dass der Wobber früher saftiger war. Das Brötchen war okay vom Geschmack her. Also es ist durch und durch in Ordnung. Kann man absolut essen. Ich habe jetzt ein bisschen so einen Grillgeschmack gehabt.
Jetzt kommt es bei mir auch ein bisschen nach. Aber es hat, wenn du früher Neibisse hast, dann hast du in den Grillbisse. Und das bin ich, deshalb bin ich jetzt auf der Originale gespannt. Also das kann man auf jeden Fall essen. Ja. Daumen hoch. 5 Sterne, was gibt's? 4 Sterne. Mhm. Da würde ich mir direkt anschließen. Oder? Da würde ich mir direkt anschließen. Das war in Ordnung. Also, den also, nochmal essen, ja. Ja. Ja, der hätte nochmal essen. Obwohl es vegetarisch ist. Ja, ja, das ist schon absolut. Das ist mir egal. So, ich glaube, da ist der andere drin. Holen wir aus. Und weder das ist der XXL oder das ist der. Ich muss den suchen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, da ist er. Wieder, kann es nicht sein. Das ist. Ich glaube, das ist es. Das ist der Boba. Gib's mal. Moment. Das ist jetzt der Originale. Das ist jetzt der Originale. Moment. Wo? Ich tue wieder geschwind. Der Ruby macht wieder Kamera halten. Das ist der Originale. So sieht es verpackt aus. Packen wir ihn aus. Packst du es aus? Für ihn aus packe ich es mal. Du machst es wieder. So, packen wir ihn aus. Und du wieder schön filmen. Du filmst. Jetzt ziehst Papier da drunter okay, raus. Okay, super drüber. Papier sieht ja so schön aus. So. Ja, das hat jetzt eine rote Soße drauf. Das fällt mir beim Wobber. Und beim anderen war die rote Soße nicht drauf. Da war es eine weiße Soße. Den darfst du jetzt zerschneiden, Ruby. Komm, und ich obwohl ich gesagt habe, Käse auf beide, hat sie den Käse wieder drauf vergessen. Oh, die Leute haben keine gute Bausubstanz da oben. Also es war auch eine sehr, 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 sehr unmotivierte Bedienung. Sehr unmotiviert. Es gibt eine Räumlichkeit, die Leute nicht also kein gutes Gefühl. So, also hier ist auch weiße Soße mit drauf, aber halt auch rote. Das hat mir jetzt beim anderen ein bisschen gefehlt. So, alles klar. Die rote Soße könnte Schaljapenosoße sein. Wie auch immer. Dann nimmt er die Hälfte runter. Oder soll ich mal? Komm, ich nehme das runter. Der, den mit einem, mit einer Hand essen ist schwierig. So, ich halte nochmal da geschwind drauf. Ich glaube. Moment, Licht. So, das sieht schon eher noch wobei aus. Mhm. Mm. Der riecht da wobbiger. Der hat den Grillgeschmack. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Der hat ihn schon eher. Auseinanderschneiden ist echt übel. Gell? Aber? Sollte man nicht machen. Ist der trockener wie der andere? Nein. Also meiner nicht. Okay. Hast du den Eindruck, dass der jetzt grilliger schmeckt? Auch nicht. Ich find schon. Was so? Ja. Jetzt habe ich gleich den ersten Knorpel verwischt. Na, ah, das passiert ja beim Plan B nicht. Nee, das Plan B nicht. Ist das? Und das kann er echt verzichten. Ja. Fleisch. Mhm. Also, mir zwei wären nur zum Vegetarier, lacht mich kaputt. Aber du beißt auf so fettigem Zeug rum. Oder so knorbeligem Zeug rum. Geht's ja nicht so. Doch. Also der Rand ist fester wie beim Veggie, klar. Aber. Mhm. Mach mal. Also, tut mir leid. Mein letzter Wobber, wo ich gegessen habe, war mir Soße drauf. Da war mir Soße drauf. Ich habe auch gerade. Also das ist, weil du gefragt hast, ist der trockener? Ja, ich hab recht. Ich habe jetzt an einer Stelle, war jetzt alles drauf. Also, haut mir nicht weg. Haut mir nicht weg. Da war ja der andere Ball besser. Also, ja. Ohne Witz jetzt du. Also, ich finde den Rand von dem Fleischding gut. Aber dann hört es auch schon auf. Oder? Also, klarer Gewinner für mich, vegetarischer. Ohne, also ich... Klarer Gewinner. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Klarer Gewinner. Oder? Ja. Von der Gesamtgeschmackssubstanz ist der da der Gewinner. Besser. Ich wollte es mir schon vorher sagen. Besser? Hey, dann sag's doch, du brauchst nicht immer auf mich warten, das ist doch alles okay. Also der ist auch okay. Ich wollte nämlich sagen, ich muss jetzt was ganz schrecklich sagen, und sagen, der schmeckt mir besser wie der. Ja, nee, ist besser.
Also ich muss aber ehrlich sagen, wir haben beide vom Belegten, wenn du überlegst, so ein Ding kostet 7 Euro, ja, ohne Menü. Das bisschen, was da drauf war, ne, tut mir leid, bin ich komplett raus. Ja. Das war mein letzter Wobber, wo ich gegessen habe. Dann lieber doppelt. Zumindest von dem Laden, wo wir gerade waren. Mhm. Also das war, tut mir leid. Wir können es essen, aber das war besser. Ist in Ordnung, aber also das Geld da dafür, ne, tut mir leid. Da bestellst du vom Lieferdienst die Dinger. Hast du schon mal gegessen vom Lieferdienst? Mhm, du wahrscheinlich. Da kriegst du doppelt so viel. Ich weiß. Für 5 Euro kriegst du doppelt so viel. Also das war jetzt echt enttäuschend. Mhm. Also dort damit kannst du keine Werbung machen in meinen Augen. Vom Preis-Leistungsfeld ist das nicht. Viel zu teuer und was wir auch feststellten, der Drive-In war so dermaßen unliebsam gestaltet. Das war ja, oder? Du hast steril. Dort nicht, ja, nee, du hast gemeint, du fährst an einer Baustelle vorbei. Autobahnmautstellen. Richtig, Autobahnmautstellen. Überall Kabel vom Kassensystem oder was weiß ich. Und dann die ganze Kartons aufgestapelt mit allem möglichen Scheißdreck drin. Will man das sehen? Neu. Eigentlich als Kunde. Kriegt man da Kliste? Neu. Kann man da nicht die Blumenkiste nachhängen? Und unmotivierte Mitarbeiter, tut mir leid. Also rundum enttäuscht bis auf den Veggie oder Plant, wie spricht man es aus? Plant. Der war klasse. Der war lecker, was haben wir jetzt noch in der Rücken? Jetzt esse der Rest. Jetzt habe ich noch Chili Cheese Nuggets, bin ich mal gespannt, ob die noch so schmecken wie früher. Große Pommes und ein XXL. Also esse es. Das esse ich jetzt noch. Kamera aus, das war's. Das esse ich nicht vor der Kamera, das esse ich so. Eben. Guck mal einen Film. So. Alles klar, sind wir durch, das war schnell. Ganz schnell das. Oder? Mir sage jetzt, tschüss zu den User. Text, genau. Tschüss zu den User. Genau, richtig. Und sie sollen sich das Geld lieber, dann soll es lieber. Ja, wir können ja bloß für uns zwei sprechen. Also ich will ja den jetzt nicht schlecht machen. Ding, der Plan B war aber, super lecker. Der Plan B war aber gut. 7 Euro für so ein Ding? Nee, tut mir leid. Da bin ich komplett raus. Bei den Preisen bin ich raus. Ohne Scheiß. User, danke fürs Reingucken. Bis dann. Ciao.